Hallo zusammen, die warmen Tage kommen und ich bin überglücklich. Also, wenn ich die Sonne sehe, dann habe ich so komische Glücksgefühle und mir geht es super, super gut. Ich hoffe, bei euch ist das genauso. Ich habe mal heute mein Sommer-T-Shirt rausgekramt. Coca-Cola steht da drauf. Und das T-Shirt habe ich im Sommer in Barcelona angezogen. Und deshalb dachte ich mir, für so ein Video werde ich das jetzt nochmal anziehen. Fangen wir aber mit den Produkten an, die ich euch zeigen wollte. Und zwar habe ich da drei Pflegesachen und 2 plus 1 Kosmetiksachen. Heute wollte ich euch eigentlich nur Pflegeprodukte zeigen, aber dann ist mir so eingefallen, da gibt es so ein, zwei Sachen, die muss ich euch unbedingt zeigen. Und deshalb fangen wir jetzt doch mal an. Das erste Produkt ist etwas, wo ich mir gedacht habe, das kann doch eigentlich nichts bringen. Warum stehen alle so da drauf? Und zwar war das in einer Probebox drin, in so einer kleinen Probetasche aus der Apotheke. Und zwar das Thermalwasser von La Roche-Posay. Das kann man wirklich vielseitig einsetzen. Besonders wenn es jetzt wärmer wird und ihr sitzt zum Beispiel draußen mit euren Freunden und dann könnt ihr das mal rauspacken, wenn euch zu warm wird. Einmal kurz schütteln und dann aufs Gesicht, auf die Beine, auf die Arme und das tut wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt das aber auch benutzen, wenn ihr denkt, dass ihr ein bisschen zu viel Puder benutzt habt oder etwas cakey aussieht. Dann könnt ihr das auch drauf machen und dann kurz mit dem Beauty Blender drüber gehen und dann sieht das Ganze auch schon viel besser aus. Oder was ich im Moment sehr, sehr gerne mache, ich habe das so ein bisschen in meine Foundation-Routine mit eingebaut. Ich trage erstmal ganz normal meine Foundation auf, dann mache ich meinen Concealer drauf und bevor ich mit dem Beauty Blender drüber gehe, mache ich das erstmal so drauf und dann nehme ich mir meinen Beauty Blender und danach verblende ich erst meinen Concealer und mit der Rückseite vom Beauty Blender nochmal mein Make-up und das klappt wirklich sehr, sehr gut. Ich finde das Finish dann viel besser und für die warmen Tage sieht das irgendwie leichter aus und es sieht besser aus. Die Haut sieht einfach besser aus. Jetzt habe ich auch zu viel zum ersten Produkt gesagt, gehen wir hinüber zum zweiten Produkt. Und zwar ist das ein Sonnenschutzspray für die Haare. Und zwar von Balea, bekommt ihr bei DM. So sieht das Ganze aus. Das ist ein Zwei-Phasen-Produkt. Wenn ihr das so schüttelt, hat sich das Ganze vermischt. Und dann könnt ihr das, bevor ihr rausgeht in die Sonne, könnt ihr das so in die Haare machen. Und oh mein Gott, das riecht so gut. Das riecht nur so nach Urlaub und deshalb habe ich das Produkt auch im Winter benutzt, weil ich sehr gerne nach Urlaub rieche und mich an die Urlaubszeit erinnere. Dass jetzt wirklich die Haare vor der Sonne schützt, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich fühle mich danach gut. Nachdem ich meine Sonnencreme aufgetragen habe, trage ich auch das hier sehr gerne auf meine Haare. Wenn ihr aus dem Wasser kommt, könnt ihr das nochmal benutzen. Wenn ihr aus dem Haus geht, könnt ihr das auch benutzen. Das ist ein Produkt, was wirklich sehr wenig kostet, aber sehr gut riecht und halt ein unbezahlbares Gefühl gibt. Ein Gefühl von Urlaub. Das dritte Produkt war von Yves Rocher, die milde Körpermilch. So sieht das Ganze aus. Hole ich mir meistens, wenn es diese Angebote bei Yves Rocher gibt, wo man zwei Produkte für den Preis von einem bekommt und zieht sehr schnell ein, pflegt trotzdem sehr gut. Ein Must-Have-Produkt für mich. Jetzt kommt ein Produkt, was ihr auf jeden Fall lieben werdet, denn immer, wenn ich das getragen habe in den Videos, habt ihr mich mit Fragen bombardiert in den Kommentaren und habt gefragt, was ist das, was trägst du da, von welcher Marke, welche Farbe ist das? Und ich habe wirklich sehr viele Kommentare darauf bekommen und auch auf Instagram wollten das viele wissen. Habe ich überhaupt gesagt, worum es geht? Es geht um einen Nagellack von P2 in der Farbe 010 Little Princess. So sieht das Ganze aus. Und auf den Nägeln sieht das so aus. Das ist wirklich eine sehr, sehr süße, hellrosane Farbe. Und von der Qualität her sind die Volume Gloss Nagellacke wirklich sehr gut. Die kosten 1,50 Euro oder so. Die halten sogar bei meinen sehr komplizierten Nägeln 2 Tage. Und die Farbe ist einfach göttlich. Ihr habt aber, damit das hier nochmal alle wissen, wollte ich euch das zeigen. 010 Little Princess von P2. Guckt es euch an. Ihr werdet es genauso lieben. Dann kommt jetzt das 2 plus 1 Produkt. Also das zweite Produkt. Aber ein Produkt, was ich mir ohne das andere nicht vorstellen kann. Ich zeige euch mal, worum es geht. Und zwar geht es um den Betty Luminizer von The Balm.
und Mary Luminizer von The Balm. Das sind halt zwei Schwestern, ohne die kann ich im Moment nicht. Betty Luminizer ist eher so ein Bronzer, aber mit schönen Glitzerpartikeln drin. So sieht das Ganze aus. Habe ich übrigens von meiner lieben Cousine geschenkt bekommen. Danke nochmal dafür. Ein Bronzer, was ich im Moment durchgehend getragen habe, wirklich. Da sind sehr, sehr schöne, feine Glitzerpartikel drin. Die sind eher so goldig. Und davon mache ich immer ein bisschen so auf die Wangen. Und das sieht wirklich sehr, sehr frisch aus. Und man sieht etwas brauner aus. Sollte ich heute vielleicht auch mal benutzen. Aber heute filme ich mit Tageslicht. Deshalb bin ich sowieso ein bisschen überbelichtet. Ja, und die liebe Mary ist ein Highlighter. Und zwar hat das Ganze so einen Champagner-Unterton. So sieht das aus. Und auf der Haut sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Wenn ihr das hier so auf den Wangenknochen auftragt, sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Was ich sehr selten mache, beides auf einmal benutzen, weil Glitzer auf den Wangen und Glitzer auf den Wangenknochen sieht ein bisschen zu viel aus. Bevor ich Mary gekannt habe, war ich immer auf der Suche nach irgendwelchen Highlightern, aber jetzt gucke ich mir Highlighter ehrlich gesagt gar nicht mehr an, weil ich finde, ich habe schon mein Produkt, was ich mein Leben lang benutzen kann. Beides sind wirklich so Produkte, die wirklich, wo ich so denke, die halten ein Leben lang. Mary Luminizer ist schon so lange und da ist nur eine mini kleine Delle drin und ich denke, die werde ich wirklich fast ein Leben lang benutzen können. Deshalb lohnt sich das Geld. Ich habe die mir in Istanbul gekauft, aber ich meine, die gibt es jetzt auch hier oder online. Muss ich mal gucken. Ich schreibe es euch in die Infobox. Das waren jetzt meine Must-Have-Produkte für die wärmeren Tage. Die benutze ich wirklich immer, wenn es wärmer wird. Ein Liebling, was so neu dazugekommen ist, ist halt das Thermalwasser. Ansonsten die anderen Produkte, die ich euch gezeigt habe, benutze ich wirklich schon sehr, sehr lange. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen inspirieren und hoffe, ihr habt jetzt auch so übertrieben Lust auf die wärmeren Tage. Ich wünsche euch noch sehr, sehr sonnige Tage und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.